Longe aus. Hat er überhaupt einen? La. Coole Sache. Zack. Ach, Hocken Medium. Tritt. Ich habe immer Schlag gemacht. Das ist natürlich was anderes. Oh, zu spät. Viel zu spät. Das war wieder Schlag. Danach muss ich nicht Kick drücken, sondern Schlag. Ne, Timing kriege ich nicht hin. Erstmal weiter. Ja, jetzt werden die Kombos immer spezieller für Law. Aber Law ist schon ziemlich cool. Kann man wirklich ordentlich was machen. Und wie wir natürlich schon festgestellt haben, es geht natürlich mehr in die Richtung von Street Fighter. Ich finde es wirklich ein bisschen einfacher als Street Fighter. Bei Street Fighter hatte man immer einen Dash-Cancel, etc., etc. Wie wär's denn mal mit Steve? Steve habe ich auch sehr gerne in Tekken 6 gespielt. So, das wird jetzt, denke ich mal, mein letztes Tutorial sein. Und wenn wir mal ein bisschen vielleicht in die Online-Action springen. Ich habe mir mal sagen lassen, dass der Netcode sehr schlecht sein soll bei der PS3. Aber naja. Okay, Steve, dann zeig mal, was du kannst. Jump straight. Was haben wir denn da? Medium. Okay. Fängt natürlich wieder leicht an, wird immer schwerer. Footstorm. Damit können wir den sicher betäuben. Nee, ist kein betäubender Effekt hier. Tekken 6 war das nochmal betäuben. Waving Bee Shoulder Rush. Medium. Kick. Und dann Light Punch. Ach, Punch. Ich wundere mich schon, warum er da so hin und her wackelt. Ich hab Kick gedrückt. Ich würde das interessieren, ob der da ausweicht, wenn man so macht. Ich denke ja. Okay, Quick Spin. Heavy Kick. Medium Punch oder Heavy Punch. Heavy Kick. Das ist es. Gute Sache. So kann man einen auch extrem gut aus der Luft fischen, denke ich mal. Wenn er gerade so angesprungen kommt. Flicker Jab. Während Flicker Stance. Okay, und die Flicker-Stance geht wie? Schauen wir meine Befehlsliste nach. Flicker-Stance. Nach hinten und dreimal Kick. Also wieder unser Special. Und dann Kick. Kick. Punch. Ich wette, das kann man schneller hintereinander machen. Vielleicht macht er so pock, pock, pock. Ich schau mal kurz nach. Ne, ist nur einer. Wie eine Peitsche. Dann jetzt. Schlägt auch nach oben. Jetzt nichts. Dann geht's nach oben. Oh, das war die sogar. Das war die Attacke. Ducking. Kick und währenddessen Heavy Punch. Wow! Take it, take it, take it! Ich bin begeistert von dem Spiel. Unglaublich! Da haben wir's. Kann man das irgendwie, weiß ich nicht, der wird ja gelauncht quasi, aber irgendwie kombinieren? Da hat er seine Special.
You're getting careless. I'll see you. Hat natürlich seinen britischen Akzent. Okay. Was hat er denn, wenn ich... Ne, gar nichts. Ich finde die Attacke genial. Muss man natürlich sehr nahe kommen. Aber wenn er gerade nicht blockt, ultra effektiv. Okay. Auch nicht schlecht. Vielleicht kann man die zweimal hintereinander machen. Schau mal. Ne, er landet direkt. Vielleicht treiben wir den mal in der Ecke. Ne, geht nicht. Nicht schlecht. Oh, ich will jetzt mal seine Kombos sehen. British Edge. Machen wir gleich. Nur mal kurz sehen. Launcher vielleicht. Da haben wir ihn. Für den Launcher am besten in den Special machen. Direkt in den Special, geht's aber irgendwie nicht. Nach vorne, Light, Medium. Machen wir mal so. Geht gar nicht. We can keep at this, but it'll end the same. Da springen. Das erste Combo quasi. Wenn Futslam trifft oder geblockt wird, Medium oder Heavy Punch. Also springen, harter Tritt. Das ist es. Und dann nach unten. Footstorm muss ich hinkriegen. Light Kick, okay. Das ist er. Wow. Okay. Coole Combo. Oh, da haben wir wieder Hocken und dann den Hellfire. Hocken, Medium, Medium. Bock, Bock. Geht sogar direkt. Bock, Bock. Na komm. Zack, zack. Das ist schon ziemlich cool. Okay, EX Hellfire. Und dann Hellfire Rush in, direkt in den Special. Ah, okay. Kann ein bisschen tricky werden. Macht er irgendwie nicht. Vielleicht kann ich den... Nee, das ist es nicht. Ich weiß gerade nicht, wie ich das timen soll. Das ist das Problem. Da haben wir's. Ich bin jetzt nicht so effektiv. Ducking Skyscraper in EX Hellfire. Während Ducking Heavy Medium Punch. Okay. Okay, das war ja der Special. Machen wir mal anders. So. Ah, nicht getroffen. Das fliegt aber ganz schön lange in der Luft. Ah, Mann. Mal ein bisschen Zeit sogar. Springen, Medium Schlag, Medium Schlag.
heißt. So, so. Und dann Ducking. Ah, trifft in der Luft nicht. Danach Ducking und während Ducking Light Punch. Probieren wir es noch einmal. Ich will danach Ducking nicht machen. Bisschen zu langsam. Ah, Ducking hatte ich jetzt sogar. Und dann nochmal Light Punch. Den haben wir hier. Ducking will er wieder nicht machen. Ach doch, Ducking! Zu langsam. Nee. Nee, okay. Soll es auch erstmal gewesen sein. Springen wir jetzt erstmal. Vielleicht mache ich noch einen Try mit, Herchi. Oh, viel gemeistert, relativ viel. Alles erst der Anfang. Ich wette, das Spiel kann auch sehr komplex werden. Ah, vielleicht Tumbling Terchi, mach mal Kasu, ja. Der war schon immer relativ schnell. Left Split Kicks. Schauen wir mal, was der so kann. Left Split Kicks. Einfach? Habe ich schon was gedacht, das ist. Da vorne Medium Kick. Ohne Front Kick. Nach hinten Heavy Punch. Ja, Kick. Das war der. Ich wette, der prallt gegen die Wand ab, wenn man den Kick macht. Macht den Anschein. Rising Sun. Wow. Sieht die Attacke in die X aus? Kurz mal gucken. Ah, da macht er das. Kennen wir aus Tekken. Zack, 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 zack. Ich hab super gerne mit Jin in Tekken 3 gemacht. Misstep. Okay, einmal nach vorne, neutral, ist kein Problem. Zack. Jin hat das gleiche drauf. Misstep into Rising Uppercut. Step in Spinning Demon. Einfach nur Kick. Alles bis jetzt mir easy. Devil Beam! Sein Special. Wow! Durchs Herz! Flash Punch Combo. Light, Light, Medium. Cool. Genau die gleiche Combo wie in Tekken 6. Twin Fang Double Kick. Light, Medium, Medium, Light. Oh, einmal rum. Ne, ich hab irgendwas vergessen. Light, Medium, Medium, Light. Da haben wir's. Letzten Kick vergessen. Das müssen wir eigentlich ganz leicht mit dem Launcher kopieren. Nein, kopieren. einfach kombinieren. So, und dann. Ja, dann macht danach irgendwie manchmal nichts.